Herzlich willkommen. In meinem heutigen Video möchte ich mal ein bisschen über Literaturpreise sprechen. Am besten vertraut bin ich natürlich mit den Preisen, die es im Bereich Science Fiction und Fantasy gibt. Aber ich glaube, da kommt auch einiges allgemeingültig zum Tragen. Literaturpreise generell haben jetzt in meinen Genres Science Fiction und Fantasy eine sehr untergeordnete Bedeutung im Vergleich zu anderen Literaturarten. Insbesondere in der Hochliteratur scheint das so zu sein, dass es also sehr wichtig für die Schriftsteller ist, Preise zu gewinnen. Das ist also ein ganz bedeutender Faktor, auch finanziell. Die sind zum Teil sehr hoch dotiert. Da kann es schon mal sein, dass man bei einem Preisgewinn 50.000 Euro und mehr bekommt. Das ist in der Science Fiction und Fantasy nicht so. Da sind die Preise in der Regel undotiert oder gehen so bis maximal 2.000, 3.000 Euro, die man dort bekommen kann. Das ist also wirtschaftlich lange nicht so ein Faktor wie in der Hochliteratur. Was es dort auch spezieller gibt als bei uns, sind Stipendien. Das hat verschiedene Ausprägungen. Da kann man dann entweder eine Art Gehalt bekommen, über verschiedene Monate hinweg verteilt, was natürlich sehr angenehm ist für Schriftsteller, die ja wie die meisten anderen Menschen auch in der Regel auch fixe Ausgaben haben, die monatlich anfallen, Miete oder allein die Lebenshaltung, diese Dinge, aber eben sehr unregelmäßige Einkommen, eben dann, wenn ihre Bücher neu erscheinen. Da ist dann immer so ein Peak, wo eben besonders viel gekauft wird oder wenn der Vorschuss ausgezahlt wird, natürlich solche Dinge. Und da kann es dann schon sehr hilfreich sein, wenn man auch so ein Basiseinkommen hat, auch wenn das dann in Anführungszeichen nur für ein Jahr vielleicht gezahlt wird. Es gibt aber auch Stipendien, die etwas anderes bieten, zum Beispiel einen Aufenthalt, frei Kost und Logis. Mein Kollege Bernhard Hennen zum Beispiel, der war in Seoul für einige Wochen, weil er eben von Südkorea aus so ein Stipendium bekommen hat. Das ist für die Schriftsteller natürlich inspirierend, wenn sie dann in so einer anderen Umgebung mal sind. Oft ist dann ja auch noch so ein Rahmenprogramm mit so ein bisschen Kultur, dass man diese Gegend kennenlernt. Und es ist für diejenigen, die das Stipendium ausschreiben. Das sind dann nämlich meistens Behörden oder Stiftungen oder auch Städte, die einen Stadtschreiber dann verpflichten. Für die ist das dann meistens mit dem Hintergedanken verbunden, dass dann ja die jeweilige Region, der Staat, die Stadt, dass das also eine Rolle spielen könnte in einem neuen Werk dieses Schriftstellers und damit dann eben auch eine gewisse Prominenz erlangt. Meistens ist das tatsächlich was, wo beide Seiten von profitieren, auch weil man dann so einen Stadtschreiber, wenn der wieder neu kommt, als Pressemeldung auch noch einbringen kann. Und das ist natürlich auch für den Autor was, wo er dann wieder in der Presse ist. Die Stadt hat was, kann was zeigen, kann sagen, hier, wir haben was Schönes, wir machen hier was für die Kultur. Da haben wir einen Stadtschreiber in unserer Burg einquartiert oder wie auch immer. Das ist allerdings meines Wissens nicht so üblich im Bereich der Science Fiction und Fantasy speziell, aber das heißt natürlich nicht, dass man nicht bei allgemeinen Ausschreibungen da auch mitmachen kann, wenn man Science Fiction und Fantasy Autor ist. Wird eben meistens vergeben von Stipendien, Stiftung, also Stipendien werden meistens vergeben von Stiftungen, von Städten, Kommunen, Behörden, solchen Dingen. Was man sehr häufig antrifft in den Social Media, sind Bitten von Autoren, die sagen, stimmt doch mal für mich ab, damit ich einen Preis gewinne. Das ist dann in der Regel eben ein Voting-Verfahren, ein Online-Voting-Verfahren. Das gibt es auch sehr viel bei uns. Funktioniert meistens so, dass man sich irgendwo einloggt auf einer Seite, beziehungsweise meistens so noch nicht mal ein Einloggen, sondern man steuert diese Seite nur an, da findet man ein Formular vor, kann das ausfüllen und kann sagen, welcher Roman ist denn zum Beispiel der beste Roman des Jahres 2019. Es gibt meistens mehrere Kategorien, Roman, Kurzgeschichte und so weiter. Je nachdem, wie dieser Preis ausgerichtet ist, das kann auch grundsätzlich jeder machen. Es gibt da sehr kleine. Wir haben zum Beispiel, Bernhard Hennen und ich haben zum Beispiel
Im Jahr 2019, wenn ich jetzt dieses Video gerade noch aufnehme, am 30. Dezember 2019, den goldenen Stefan gewonnen. Das ist also von einem Blogger, der das halt macht. Vier gegen Stefan heißt, glaube ich, der Blog. Oder Nerds gegen Stefan heißt der Blog, genau. Und da kann dann also jeder mitmachen, kann abstimmen und man bekommt dann so eine Urkunde. Ähnlich ist das beim RPC Fantasy Award gewesen. Da konnte man einer Jury, die aus den Veranstaltungen der Roleplay-Veranstaltern der Roleplay-Convention bestand, konnten die Verlage oder Self-Publisher ihre Werke einreichen. Und die haben dann da eine Vorauswahl getroffen, dass man jetzt nicht so unendlich viele Einträge auf dem Abstimmungsformular hat. Und dann konnte wieder jeder abstimmen, konnte sich also dann beteiligen, indem er auf die Webseite geht, das Formular ausfüllt und sagt, ich bin der Meinung, der oder die sollte gewinnen. So ähnlich ist das auch beim Deutschen Fantastikpreis. Es gibt eine Jury, die die Vorauswahl macht. Soweit ich Einblick habe, wechselt diese Jury auch jedes Jahr. Und die stellt also so eine Liste zusammen, in der man Vorschläge hat, wo man sagt, was könnten doch die sein, die in die engere Wahl kommen. Dann gibt es dieses Online-Voting, jeder kann mitmachen, man kann auch eigene Vorschläge eintragen. Und dann gibt es eine Hauptrunde mit denen, die in diesem ersten Voting am besten abgeschnitten haben. Und wer da gewinnt, der bekommt dann eben eine recht schöne Statuette überreicht. Oder ich weiß nicht, ob man Statuette sagt, also so ein Glaskorpus. Ist, glaube ich, immer auch unterschiedlich gestaltet, den man sich dann auch ins Regal stellen kann. Zeitweise war der auch mal dotiert. Man bekam 500 € wenn man gewonnen hat. Jetzt 2019 war er nicht dotiert. Hängt so ein bisschen auch davon ab, ob sich ein Spender oder Förderer findet, der eben dieses Preisgeld beisteuert. Bei diesen Online-Votings gibt es eben oftmals solche Kategorien wie bester Roman, beste Grafik, beste Kurzgeschichte, beste Anthologie, solche Dinge. Man darf sich da aber keine Illusionen machen. Zum einen ist es einfach systemimmanent, auch wenn die Veranstalter probieren, dagegen zu steuern und Prüfmechanismen einzuziehen, so dass es sehr manipulationsanfällig ist. Ich habe zum Beispiel einen Server, auf dem meine Webseiten liegen. Schon alleine mit diesem Account, bei dem ich meine Webseiten betreibe, schon alleine damit kann ich mir 200 Mailadressen generieren. Also ich könnte 200 unterschiedlich lautende Mailadressen haben und könnte damit abstimmen. Ich kann mir ein kleines Skript basteln. Wenn man so ein bisschen Kenntnis in Computertechnik oder Programmiertechnik hat, ist das ein Mausklick, dann schickt er 200 Mal mein Voting ab. Noch einfacher oder für jeden möglich, auch wenn er keine Webseite hat, ist eben sich bei GMX beliebig viele Mailadressen geben zu lassen oder bei einem anderen Webmail oder wie auch immer irgendeinem anderen Online-Service. Das heißt, wenn ich den Trieb habe, das zu manipulieren, dann gibt es kaum etwas, was mich da stoppen könnte. Ich habe sogar gehört, man kann irgendwie diese Services auch noch einkaufen. Wenn man das eben nicht drauf hat oder zu wenig Zeit hat, kann man für ein paar Euro sagen, komm, ich kaufe mir 5000 Stimmen und dann werden die eben losgeschickt. Das ist auch eine ganz simple Rechnung, wenn es 500 € Preisgeld gibt und so weiter. Ich finde es natürlich unter aller Sau, sowas zu machen. Ich würde das auch nie machen. Aber es wäre grundsätzlich mal leicht möglich, sagen wir mal so. Selbst wenn wir das mal ausschließen, haben diese öffentlichen Abstimmungen einen weiteren systematischen Schwachpunkt. Ich weiß nicht, ob man Fehler sagen kann, aber einen Schwachpunkt. Gekürt wird ja zum Beispiel in einer Kategorie der beste Roman. Um festzustellen, ob etwas besser ist als alle anderen Bewerber im Feld, muss ich alle gelesen haben. Wenn wir mal ehrlich sind, das hat kaum einer. Also wenn ich jetzt beliebig aus den Erscheinungen des Jahres 2018 fünf Fantasy-Romane rausziehe, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es jemanden gibt, also und die Grundbasis sind alle Romane, die im deutschsprachigen Raum erschienen sind.
dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es jemanden gibt, der eben alle fünf gelesen hat und noch im Gedächtnis hat und die auch untereinander ranken und vergleichen kann, schon mal sehr, sehr gering. Also fast keiner, würde ich sagen. So, trotzdem stimmt man ja da ab. Wofür stimmt man denn dann ab? Also letztlich für einen Roman, der einem gefallen hat. Das ist was anderes. Das ist was anderes als der beste Roman. Gefallen heißt, den finde ich gut und preiswürdig. Das heißt nicht, ich bin mir sicher, dass er besser ist als die anderen Nominierten. Denn das kann ich ja nur beurteilen, wenn ich alle kenne. Was man auch absolut sagen muss und was einem auch klar sein muss, ist, es ist einfach auch eine Frage der Mobilisierung. Vielleicht gibt es unheimlich viele Leute, denen ein bestimmter Roman gefällt, der auf dieser Liste ist. Aber diese Leute erfahren gar nicht von dieser Online-Abstimmung, weil die Autorin oder der Autor möglicherweise auf Social Media nicht besonders aktiv ist. Das hat nichts damit zu tun, ob sein oder ihr Buch gut oder schlecht ist. Er hat weniger Reichweite. Was wir auch wissen ist, diese Reichweitengeschichte führt auch dazu, dass Leute zum Teil Bücher wählen, die sie noch nicht mal gelesen haben. Also nicht nur, dass sie die in der Konkurrenz nicht gelesen haben, sie haben auch das Buch, für das sie stimmen, nicht gelesen. Sie wissen gar nicht, ob das gut oder schlecht ist. Sie finden den Autor oder die Autorin sympathisch. Und da ja, kenne ich auch also aus sehr glaubwürdiger Quelle, einen Fall, wo in einem großen, bei einem großen Preis, also einem der wirklich größten, ein Werk gewonnen hat. Nicht gewonnen hat, Entschuldigung, den zweiten Platz aber immerhin belegt hat. Also ein Werk hat den zweiten Platz belegt, das sich weniger als 30 Mal verkauft hat. Selbst wenn jeder von den 30 das noch einmal ausgeliehen hat, dann haben 60 Leute das gelesen, es hat aber Hunderte, wenn nicht Tausende von Stimmen bekommen. So, da kann man sagen, das muss einem einfach klar sein. Also auch wenn bester Roman, beste Anthologie, beste Kurzgeschichte darüber steht, ist es eigentlich nicht der beste Roman, die beste Anthologie oder die beste Kurzgeschichte. Dem entgegen wirkt ein anderes System, Preise zu vergeben, nämlich das Jury-System. Da darf eben nicht jeder abstimmen, der so die jeweilige Internetseite ansteuert, sondern es gibt einen Personenkreis, den man mehr oder minder stark verpflichtet, dass er auch wirklich alles sich anschaut, was dort auf der Shortlist, also in der Liste der Finalisten, das sind meistens so fünf, sechs, sieben Titel, was da also drin steht. So, das hat auch so seine Tücken. Wir kennen das von den, also das hängt dann natürlich sehr, sehr stark davon zusammen, wen nehme ich in die Jury. Jetzt kann ich da Leute reinnehmen, die die absoluten Koryphäen auf ihrem Feld sind. Top-Feuilletonisten. Oder wenn ich eine andere Art von Preis habe, vielleicht auch sehr, sehr gefragte Blogger, erfolgreiche Autoren, Buchhändler, die also unheimlich gut laufende Buchhandlungen haben oder so etwas. Die haben normalerweise aber die Eigenschaft, dass sie wenig Zeit haben. Sie sind sehr erfolgreich in dem, was sie tun und stecken da normalerweise, um diesen Erfolg zu generieren, auch sehr, sehr viel Zeit rein und Aufwand rein. Um dann jetzt innerhalb einer überschaubaren Zeit fünf Romane zu lesen, und in der Fantasy sind die Romane dick, prinzipiell, ja, grundsätzlich mal in der Regel. Das ist dann für diese Leute schwierig, das versteht man auch. Das führt dann aber zu solchen Kompromissen, wie dass sie sagen, ja, ich lese mal in jeden rein und der mich packt, den lese ich weiter. Vielleicht nimmt ein anderer Roman aber erst auf der Mitte richtig Fahrt auf und entwickelt dann fantastische Ideen, innovative Ideen, genreprägende Ideen, wie immer man das ausdrücken will, und ist dermaßen gut in der zweiten Hälfte, dass er eigentlich die anderen schlägt. Dahin kommen die dann aber nicht mehr. Zweites Problem ist, jemand, der eine Sache sehr gut kennt, beurteilt sie grundsätzlich anders als jemand, der weniger vertraut ist mit diesen Dingen. Und das ist nicht immer gut. Und ein Beispiel dafür sind Filmkritiken zum Beispiel auch. Da kann man das sehr gut sehen oder auch Buchkritiken.
Ein Vielleser, der unheimlich viel gelesen hat, für den ist zum Beispiel in der Regel ein sehr wichtiges Kriterium Originalität. Er möchte etwas lesen, was er noch nicht tausendmal gelesen hat. Das ist aber für den Durchschnittsleser, der eben deutlich weniger kennt, überhaupt kein Kriterium. Denn wenn ich, sagen wir mal, drei Fantasy-Bücher im Jahr lese und nicht 40, dann ist für mich vielleicht die Idee dieser streitenden Königreiche mit Hofintrigen und so weiter, die inzwischen eben oft kopiert wird von George R. R. Martin, der das im Wesentlichen groß gemacht hat, die ist für mich dann das erste Mal, wenn ich es lese, einfach neu und einfach spannend. Für einen Juror, der sich sehr gut auskennt, der solche Geschichten schon 14 Mal gelesen hat, nicht. Der sucht dann eher das Spezielle. Dieses Spezielle hat dann für ihn einen besonderen Reiz. Da freut er sich dann, dass er das gefunden hat in dem Wust der Einreichungen. Das ist aber für den Durchschnittsleser vielleicht etwas, wo er sagt, ja, sowas Spezielles. Eigentlich hätte ich es doch ein bisschen mainstreamiger ganz gerne. Also auch da muss man so ein bisschen vorsichtig sein. Bei den Jurys kann ich sagen, bin ich auch etwas durch meine sicherlich begrenzten, aber doch nicht, also doch durchaus vorhandenen Einblicke in diese Prozesse ein bisschen, ich sag mal, vorsichtig geworden. Es gilt nicht für alle Jurys, das ist ganz klar. Aber bei einigen weiß ich, also ich wurde zum Beispiel mal gefragt, bei einer Jury mitzumachen. Ich nenne den Preis jetzt nicht. Es kann sein, dass da inzwischen das Verfahren noch ein anderes ist. Aber ich wurde da gefragt und ich habe dann abgelehnt mit der Begründung, dass ich eben ein sehr langsamer Leser bin und dass ich nicht sehe, dass ich die Zeit hätte, das also in der gebotenen Sorgfalt durchzuführen und da dann auch meine Gewichtung einzubringen. Und die Antwort des Komitees war dann, du musst die sowieso nicht lesen. Du musst also die Titel, für die du speziell zuständig bist, die musst du lesen. Da musst du dann dazu schreiben, warum dieser oder jener Titel gewinnen sollte. Und die anderen, wo du auch stimmberechtigt bist, die beurteilst du nach prima vista, nach dem ersten Eindruck. Das heißt, ich habe dann einen Stapel Bücher und blätter da mal wild drin rum und wende dann für jedes Buch eine halbe Stunde auf. Und das reicht. Mehr wird nicht erwartet. Und das finde ich eigentlich schade, wenn die Ansprüche so niedrig sind, weil ich weiß, wie viele Autorinnen und Autoren sehr viel ja, Herzblut da reinlegen, ob sie jetzt so einen Preis gewinnen oder nicht gewinnen. Und wenn die dann wüssten, wie das dann abläuft, ist das eben nicht so schön. Was auch so ein Effekt ist bei Jurypreisen, wiederum nicht für jeden Preis, das ist ganz klar, aber ich möchte so ein bisschen die Nachdenklichkeit vielleicht fördern oder die Einordnung auch ermöglichen, was so ein Preisgewinn bedeutet. Ich weiß auch von einem Preis, der für ein Buch vergeben wurde, als bestes Buch in seiner Kategorie. Also es war nicht Fantasy, aber in seiner Kategorie. Und die Leute, die diesen Preis veranstaltet haben, haben mir dann auch gesagt, ja, das Buch ist nicht so dolle, ja. Aber der Autor war einfach dran. Der hat viele starke Bücher in den vergangenen Jahren gehabt und er hat nie gewonnen. Und das finden wir nicht richtig. Da ist eine Schieflage drin. Dieser Autor sollte diesen Preis gewinnen. Und dann kriegt er ihn jetzt eben für ein schwaches Buch, auch wenn es in diesem Jahr stärkere Bücher gegeben hat. Trotzdem steht natürlich über der Kategorie bester Roman in der Kategorie da, da, da. Gut, kann man jetzt draus machen, was man will. Was gibt es da in der Science Fiction und in der Fantasy bei uns? Es gibt den Fantastikpreis der Stadt Wetzlar, den erwähne ich, weil der tatsächlich hoch dotiert ist mit mehreren tausend Euro. Da ist auch klar, die Jury kommt eben, wenn ich es richtig verstanden habe, aus dem Bereich Wetzlar, Buchhändler aus Wetzlar und so weiter. Und die überlegen sich dann halt, welcher Roman ist da preisträchtig, aber es kann jeder Roman aus dem deutschsprachigen Raum gewinnen, wenn ich es richtig verstanden habe. Es gibt den Seraph, der wird mit einer sehr schönen Zeremonie immer auf der Leipziger Buchmesse verliehen.
Und vor allem hat er eine sehr schöne Statuette, eben einen Seraphen, einen Engel mit sechs Flügeln, von denen zwei so gestaltet sind, dass sie so ein bisschen fantasymäßig aussehen, zwei, dass sie so ein bisschen gruselig aussehen, also so Fledermausflügel, und zwei so ein bisschen technisch mit Zahnrädern für die Science Fiction, um die Gesamtheit der fantastischen Literatur abzubilden. Ist eben auch so ein Jurypreis, da können die Verlage oder auch, also es gibt eine Self-Publisher-Kategorie und zwei Verlagskategorien, Debüt und bester Roman, wenn ich es richtig verstanden habe. Und die Verlage können dort also eine bestimmte Anzahl von Büchern einreichen. Und daraus wird diese genannte Shortlist, die dann von den Juroren gelesen wird, gebildet. Die Juroren wechseln dort jährlich. Man bemüht sich da eben so einen Querschnitt zu finden von Buchhändlern, Bloggern und so weiter. Lektoren auch übrigens. Dann gibt es noch den Deutschen Science-Fiction-Preis, wird vergeben in den Kategorien Kurzgeschichte und Roman, getragen vom Science-Fiction-Club Deutschland, gemessen an der Abdeckung, die er eigentlich haben müsste, nämlich die Science-Fiction in Deutschland zu repräsentieren, mit so etwa 330 Mitgliedern, ein wirklich kleiner Verein, finde ich. Und die verleihen eben den Deutschen Science-Fiction-Preis. Und da weiß ich, dass die Jury dass die sich das also sehr, sehr, sehr gut überlegt, wen sie dort kürt. Schon allein für die Nominierung ist es also notwendig, dass jemand aus der Jury ein Gutachten schreibt oder eine Nominierungsschrift verfasst, warum das denn jetzt preiswürdig sei. Und auch die Laudationes sind also auch immer sehr, also die wissen sehr genau, warum sie jetzt jemanden ausgewählt haben. Die tauschen sich auch aus unterhalb der Jury, wen nehmen wir denn jetzt und so weiter. Also die machen sich da, die geben sich sehr viel Mühe damit, sagen wir mal so. Im internationalen Bereich gibt es für Science Fiction und Fantasy, das ist im englischsprachigen Bereich oftmals subsumiert unter dem Begriff Science Fiction, da darf man sich nicht trennen, nicht irritieren lassen, da zählt dann auch Fantasy drunter. Zunächst mal den Hugo. Das ist der bekannteste Preis, benannt nach Hugo Gernsback, einem Herausgeber aus den USA, der da also das Genre mitgeprägt hat und gestaltet als Rakete. Also sieht sogar recht altbacken aus, weil der Preis auch recht alt ist. Aber diese Basis, auf der die Rakete steht, also wo man die dann hinstellen kann, die wird jedes Jahr neu gestaltet. Und der Hugo ist ein sehr zeremonieller Award. Also da orientiert sich die Verleihungszeremonie tatsächlich an den Oscars. Das ist wirklich eine Gala mit Abendrobe und allem und Einspielern und so weiter. Ja. Und auf der großen Bühne und so weiter wird immer vergeben, verliehen auf der Science Fiction World Convention, die jedes Jahr in einem anderen Ort stattfindet. Ich war da dreimal zu Gast, in Helsinki, in San Jose und in Dublin. Nächstes Jahr wird das in Wellington sein. Und die vergeben also, dort wird also dieser Hugo überreicht in recht vielen Kategorien auch. Und gewählt wird hier von den Leuten, die eine Membership haben für den Worldcon. Das ist, ich sage jetzt mal vereinfacht, die Eintrittskarte gekauft haben. Die kauft man in der Regel Monate im Voraus. Und man darf dann eben, wenn man im Besitz dieses Tickets, wenn man so ist, wenn man so will, ist, dann darf man dort also abstimmen. Und was da auch interessant ist, man bekommt dann als elektronische Version einen Reader, wo in der Regel alle nominierten schriftlichen Werke drin sind. Also dieses Eintrittsticket für den Worldcon ist nicht so ganz billig, aber man bekommt tatsächlich auch, wenn man so will, die Creme der Publikationen im fantastischen Bereich, die auf Englisch erschienen sind. Da haben also alle tatsächlich die Chance, das auch durchzulesen, sofern sie denn der englischen Sprache genügend mächtig sind und darauf basierend ihr Urteil zu fällen.
Wir reden hier von einer Gruppe, wenn man jetzt nicht nur die nimmt, die wirklich hinfahren, sondern es gibt noch so Supporting-Tickets, die dürfen zwar abstimmen, aber die kommen halt nicht zu der Veranstaltung. Da reden wir dann je nach Jahr vielleicht so um die 7.000, 7.500 Leute, die dort abstimmen, mit einem ganz starken Schwerpunkt in den USA. Dort kommen also sehr viele Leute her, die also dort diese Membership erwerben. Die stimmen also ab und küren dann den Gewinner. Bei dieser Anzahl kann man eigentlich nicht mehr von einem Jurypreis sprechen, das ist klar. Es ist aber auch nicht unbedingt ein Publikumspreis, denn es kann ja nicht einfach jeder abstimmen. Insbesondere ist der Schwachpunkt abgestellt, dass jemand mehrfach abstimmen könnte oder eben seine Freunde und so weiter, Familie aktiviert und denen sagt, komm, setz mal deinen Haken da, du hast das zwar alles nicht gelesen, aber stimm mal ab. Das passiert dort nicht, denn jeder, der so ein Eintrittsticket hat, stimmt praktisch namentlich ab. Ja? Also das ist dem ist da dann so, das ist etwas zuverlässiger in dem Sinne. Es gibt dann noch so ein Gegenstück, das sich allerdings in Zeiten des Self-Publishings angenähert hat an den Jugo. Früher war es sehr stark getrennt, die Nebula Awards. Die Nebula Awards werden vergeben von den Mitgliedern der Science Fiction and Fantasy Writers of America. Also das ist ein Preis von den Science Fiction und Fantasy Schaffenden, wenn man so will. Und die können eben jährlich abstimmen, was sie denn für die besten Werke halten, die in diesem Feld erschienen sind. Soweit ich weiß, sind sowohl Hugo als auch Nebula nicht dotiert. Aber heiß begehrt, insbesondere der Jugo mit dieser Rakete, weil eben auch diese Zeremonie einfach sehr, sehr feierlich ist. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es ein tolles Gefühl ist, dort auf der Bühne zu stehen und diesen Jugo in Empfang zu nehmen. Man kann auch eine kleine Dankesrede halten. Also alles eigentlich wie bei den Oscars. In Deutschland gibt es so, man nennt ihn den deutschen Jugo. Eigentlich ist er eher der deutsche Nebula vom Verfahren her. Den Kurd-Laßwitz-Preis. Ich habe auf meinem Kanal einige Videos, wo ich Gewinnerromane des Kurd-Laßwitz-Preises bespreche. Das läuft so ab, dass man einen Treuhänder hat, der also diese ganze Sache unter der Fuchtel hat. Und der behält den Markt im Auge und stellt also fest, wer abstimmungsberechtigt ist. Und je nachdem, was man so macht, zählt man nach unterschiedlichen Kriterien als ein Science-Fiction-Schaffender. Es soll nämlich von den Science-Fiction-Schaffenden vergeben werden. Und bei den Romanen, als ich stimmberechtigt wurde, war es auf jeden Fall so, man musste zwei Science-Fiction-Romane in deutscher Originalversion veröffentlicht haben und dann durfte man mit abstimmen. Und das gibt es eben für Grafik und so weiter in ähnlicher Form. Es geht dann so erstmal so ein Abfragebogen rum, was sollen wir denn jetzt hier nominiert wissen? Und also was soll auf den Stimmzettel kommen? Und da müssen eine bestimmte Anzahl von Leuten müssen eben ein Werk genannt haben, damit es auf den Stimmzettel kommt. Ich meine, es wären drei, kann man aber auch auf der Homepage nachlesen. Dann macht der Treuhänder aus diesen Nominierungen einen Stimmzettel, nach wo er dann eben die draufnimmt, die entsprechend häufig diesen Threshold, wenn man so will, übersprungen haben, die also häufig genug genannt worden sind. Und er versichert sich auch nochmal, dass es also wirklich in dem passenden Jahr erschienen ist, dass es sich um eine Science-Fiction-Publikation handelt. Also Fantasy zählt da in dem Fall jetzt nicht. Stellt das dann zusammen und dann geht dieser Abstimmungsbogen wieder an die Abstimmungsberechtigten. Die haben dann eine gewisse Zeit zur Verfügung, um sich nochmal kundig zu machen und stimmen dann ab. Finde ich persönlich einen guten Kompromiss zwischen Publikumspreis und Jurypreis. Tja,
Trotzdem kann man sich mal fragen, was bringen einem die Preise? Klar, wenn sie dotiert sind, bringen sie einem erstmal Einkommen und das ist bei Schriftstellern in aller Regel niedrig, sodass also auch geringe Summen schon durchaus spürbar sind und das vielleicht ermöglichen, dann ein Buch mehr zu schreiben, weil man vielleicht irgendwo in einem Hauptberuf Stunden reduzieren kann oder sich einen Monat freinehmen kann oder wie auch immer. Das sind sie in der Regel aber nicht. Also die wenigsten dieser Preise, die wir hier in Deutschland gewinnen können, sind dotiert. Dann wäre ja die nächste Frage, hat es denn eine Relevanz auf die Verkäufe? Das ist ja erstmal eine naheliegende Annahme. Ich kann sagen, jawohl, ich habe den Deutschen Fantastikpreis gewonnen und jetzt macht mein Verlag einen Aufkleber auf das Buch und das überzeugt dann die Leute, die nicht so richtig sicher sind, welches Buch sie jetzt nehmen sollen, dann doch zu diesem zu greifen, auf dem der Aufkleber drauf ist. Hat Heine zum Beispiel gemacht mit einem der Filerson-Romane, wo eben ein Aufkleber drauf ist, dass er die beste Serie beim Deutschen Fantastikpreis, dass diese Saga die beste Serie beim Deutschen Fantastikpreis gewesen ist. Wahrscheinlich ist die Wirkung bei allen diesen genannten Preisen minimal bis nicht vorhanden. Ich habe da auch mal mit einem Lektorat drüber gesprochen, von einem größeren Verlag, der auch Fantastik macht, der eine Fantastiksparte hat. Und die haben mir erzählt, dass sie tatsächlich auch eine Zeit lang diese Hinweise gemacht haben auf ihren Büchern, Gewinner von dem und dem Preis. Und dann aber doch Zweifel hatten, ob es überhaupt die Kosten des Aufklebers wieder reinbringt. Also ob die Mehrverkäufe aufwiegen, dass man diese Aufkleber da drauf macht und lassen es jetzt wieder. Sie haben da keinen Effekt feststellen können. Das ist bei fast, also soweit ich erkennen kann, auch bei fast allen Literaturgattungen so. Man hat früher gesagt, der Nobelpreis zieht noch ordentlich, also der Literaturnobelpreis. Jetzt habe ich aber zu meinem Erstaunen gelesen in einer Fachzeitschrift, dass also der Nobelpreisgewinn von Peter Handke in diesem Jahr 2019 nicht dazu geführt hat, dass irgendeines seiner Werke nochmal in die Spiegel-Bestsellerliste gekommen wäre. Also wahrscheinlich gab es schon einen gewissen Anstieg in den Verkäufen, aber nicht so, dass er in die Top 20, das zählt man als auf der Liste zu sein, dass er in die Top 20 dann nochmal vorgedrungen wäre. Fand ich jetzt erstaunlich, aber selbst da scheint die Wirkung wohl stark nachzulassen. Also für den Verkauf, ich weiß, dass es so ist bei den Fantasy- und Science-Fiction-Preisen. Also da habe ich auch mit vielen Preisträgern und Preisträgerinnen gesprochen, die es eher merken würden als ich, weil die Grundbasis der Verkäufe niedriger ist, die also in einem kleinen Verlag möglicherweise veröffentlicht haben mit sehr kleiner Auflage, die dann aber auch feststellen mussten, ich habe jetzt hier zwar diesen Preis gewonnen, aber ich verkaufe dadurch vielleicht drei Bücher mehr oder so. Ja? Also das ist also nicht in dem Sinne relevant. Aber trotzdem ist es immer schön, so einen Preis zu gewinnen. Das kann ich auch von mir selbst sagen. Das ist immer eine schöne Sache. Der Schriftstellerberuf ist einer, wo man wenig unmittelbar zurückbekommt. Also man hat ja keinen direkten Kundenkontakt, wie das in anderen Berufen so ist. Und dann aber festzustellen, doch, es gibt Leute da draußen, die für mich abgestimmt haben, oder es gibt eben eine Jury, die der Meinung ist, dass mein Werk preiswürdig sei und hat mir deswegen also da etwas zuerkannt. Gehört zu den wenigen Bestätigungen, die man bekommen kann in diesem Beruf. Andreas Eschbach hat auf seiner Webseite mal etwas scherzhaft von einem ganz anderen Preis gesprochen. Und das fand ich so treffend, dass ich das hier gerne wiedergebe. Er nennt das den Geldbeutelpreis. Und der Geldbeutelpreis, der wird vergeben von jedem einzelnen Kunden in einer Buchhandlung. Und zwar funktioniert das so, der liest das Buch eines Autors und findet es so gut, dass er seinen Geldbeutel öffnet, wenn er das nächste Mal
ein neues Buch dieses Autors vorfindet und sagt, jawohl, für das Buch, was ich vorher von ihm gelesen habe, habe ich einen adäquaten Gegenwert für mein hart erarbeitetes Geld bekommen und es war auch keine Zeitverschwendung, das zu lesen. Ich öffne meinen Geldbeutel, ich kaufe das nächste Buch dieses Autors und hoffe dann, dass es genauso gut sein wird. Andreas Eschbach hat damals geschrieben, das ist der eigentlich wichtige und entscheidende Preis, den man gerne gewinnen möchte. Die Zustimmung des Publikums, die sich dadurch äußert, dass man dann eben auch bereit ist, etwas dafür zu geben, dass man eben diesen Autor weiterhin liest. Da kann ich ihm nur zustimmen.